Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Der Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen! Bringt mir seine Knochen! Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Nichte hat mich gebeten, euch zu suchen. Und ich habe eingewilligt. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang... Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte, erfuhr ich von ihm, dass der sogenannte Skelettkönig zwischen mir und dem Stern steht. Doch nicht mehr lange. Lea hat mir von eurem Kreuzzug erzählt. Ihr wollt die Quelle der Verderbnis im Glauben der Zakharum finden. Ich habe vielleicht Kunde, die euch helfen könnte. Mephisto, der Herr des Hasses, wurde viele Jahre unter Travinzal gefangen gehalten und versuchte, seine Freiheit zurückzuerlangen, indem er die Zakharum verderbte. Ich habe davon gehört, aber nur zu wissen, wie es passiert ist, ist nicht genug. Ich muss die Quelle der Verderbnis finden, um sie zu reinigen. Ich fürchte, dass Mephisto nicht mehr ist. Seine Seele wurde in der Höllenschmiede zerstört. Ich bedauere, Kreuzritter. Ich habe mein Leben diesem Kreuzzug verschrieben und eure Neuigkeiten ändern nichts an meinem Schwur. Und wenn ich mein ganzes Leben suche und nichts finde, wird es dennoch die Reise wert gewesen sein. Onkel, du lebst! Dank dir und deinem Freund hier. Es war meine Pflicht zu helfen. Nun würde ich gerne mehr über den gefallenen Stern erfahren.
Die Prophezeiung der Endzeit deutet es mit Gewissheit als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Das kann ein einsames Leben bedeuten. Was treibt ihn an? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Habt ihr etwas über eure Mutter erfahren? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Ich habe noch nie von den Kreuzrittern gehört. Wir sind Diener des Glaubens der Zakarum. Wir kommen aus dem Osten und sind erst kürzlich in diesen Landen angekommen. Einige von uns jedenfalls. Nun, ich hoffe, ihr plant... Ich bin nicht hier, sobald dieses... Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Dann werde ich dem ein Ende setzen. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ja, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Ich bin der Letzte der Horadrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horadrischen Lehren früher verschrieben. Ihr habt nicht auf den Ruf gehört? Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Ich kann erkennen, wie wichtig euch Lea ist. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen.